Aber mein Problem ist wirklich, dass ich momentan mir noch dahingehend keine Karten holen kann. Keine einfachen für Dingenskirchen. Okay. Das sieht doch schon mal sehr gut aus, dass wir hier am Anfang gleich mal irgendwas rausknallen können. Ja, so. Und zwar ist mein Problem, dass ich halt keine Kreaturen wirklich habe, welche ich gleich am Anfang raushauen kann. Sondern dass ich immer nur so eine Zonk-Kreaturen habe, wie sie mir vorkommen. Hier, schaut euch das an. Das sind Einser-Kreaturen. Die haben zwei Lebenspunkte und ja. Stell mir so vor, Alter. Ey, Guliluza hat uns eine Freundschaftsanfrage geschickt. Na, was ist denn das da? Da hat er uns echt so gut gefunden. Ich bezweifle es. Er wollte uns eigentlich nur noch mal verhöhnen. So, was ist denn hier? Anhaltend. Wenn ihr ein Schicksal spielt, zahlt eins. Wenn ihr nicht. Ja, okay. Du mich auch. Aber diese Kreaturen beispielsweise, die sind so nervend, die kosten eine Ressource. Eine verfluchte Ressource. WTF, Freunde! Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Das geht nicht. Das geht nicht, Jungs. Alter, das geht nicht, Alter. Ich mache euch Messer, Alter, Mann. Ich mach dich voll Messer. Zwei Schaden, ey. Das ist ja fast, als ob du gegen Untoten oder gegen einen Bastionsheini kämpfst. Aber hier halt keine Vergeltung. Rush for the Wind oder was hier? Die haben alle zwei Lebenspunkte, die Fuck-Kreaturen. Oh Mann, ey. Probiere ich mir mein Glück in der. So eine Scheiße aber auch. Ich wollte mich mal mit dem hier austesten. Fokussierter Angriff. So. Aber das ist hier echt ein Rush-Deck, was der hat. Ach so, apropos Rush-Deck. Es gibt mittlerweile. Ist die erste WM vorbei. Die erste Might & Magic WM ist vorbei. Und es gibt jetzt das Gewinnerdeck. Also das Deck, was der Weltmeister hatte zum Kauf für Edelsteine. Das ist halt, da sieht man es mal wieder so richtig typisch, dass das ein Rush-Deck ist. Langsam aber sicher. Was? Slowly and steadily. Strange. Kraft durch Einheit. Was? Oder was? Was? Hä? Ihr habt soeben erhalten 5 Joker-Karten. Was? Glückwunsch, ihr habt langsam aber sicher vollbracht. Ziehe ein Ranglistenduell gewonnen, ohne auch nur eine einzige zusätzliche Karte zu ziehen. Wow. Glückwunsch, ihr habt Kraft durch Einheit vollbracht. Ziehe ein Ranglistenduell gewonnen und dabei den gegnerischen Helden nur mit einer Kreaturentyp Schaden zugefügt. Hä? Da war anscheinend auch gerade via Bescherung, also das gefällt mir gerade überhaupt gar nicht. Oh, wir haben ein Paket erhalten. Na, ist das geil? Jetzt haben wir mal ein paar neue Kreaturenkarten erhalten. Okay, was haben wir hier oben links? Eine Steinmauer. Hier haben wir, okay, haben wir auch schon gesehen. Zwergenschmiede kennen wir auch. Brüterin. So, immun gegen Vergeltung. Magischer Kanal plus eins. Na, okay. Das ist was für unser Inferno-Deck. Hier haben wir einen Scharfschützen. Hinterhalt können wir auch. Ranabia. Oh, heiliger Prätorianer. Leibwächter 2 jeglicher dieser Kreatur und benachbarten eigenen Kreaturen von Kämpfern zugefügten Schaden wird um 2 vermindert. Sehr geil, wenn du davon 2 oder 3 nebeneinander zu stehen hast, dann kommen die Kämpfer gar nicht mehr durch. So, okay, Feuerball. Oh, ein Vampirritter. Hatte ich auch noch nicht. Verdoppelt die Menge eurer Ressourcen. Ihr könnt höchstens eine Kristallkarawane pro Runde spielen. Auch sehr geil.
Auch sehr geil. Edelsteinfund, ihr haltet. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön, muss ich echt sagen. So, bei Akademie. Da muss ich gleich mal hinzufügen. Moment, bei Akademie wollte ich gleich nochmal hinzufügen. Noch einmal den hier. So, und das hier auch nochmal. Und das hier natürlich auch einmal. So, das sind nämlich die, mit denen ich, also die Zauber, mit denen ich eigentlich am meisten mit Unheil anrichten kann. So, ich könnte jetzt eigentlich hier noch den Typen noch einmal mit reinwerfen. So, dann hätten wir zumindest von denen noch ein bisschen was. Magiekrämer, der bringt uns auch keine wirklichen Punkte. So, okay, Abpraller 1. Die nehmen wir auch nochmal mit. Ich jetzt überlege ich nämlich gerade, was wir noch so mitnehmen könnten, damit wir den Leuten noch ein bisschen so auf den Sack gehen können. Damit wir auch ein paar Einser-Kreaturen haben. Okay. So, weil wir haben ja auch relativ starke Kreaturen, wo man sich so sagt, Alter, die sind so scheiße. Weil die ziehe ich dann immer grundsätzlich in der ersten Runde. Okay, aber halt nach dem Kampfstil, was ich so vorhabe, klappt das natürlich nicht, wenn du jetzt einfach so sagst, wir kämpfen nur mit 15 Karten. Das geht natürlich in dem Falle nicht, sondern bei Akademie, da gehst du nämlich darauf, dass du das Deck des Gegners einfach zermürbst, sodass der keine Karten mehr ziehen kann. Und dass du dann da sitzt und sagst, ha, 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 du kannst mich mal am Arsch lecken. Von wegen, zieh doch nochmal 12 Karten. Ja, aber dann kann er keine Karten mehr ziehen. Dann kommt er nämlich immer für jede die Karte, die er ziehen hätte müssen, bekommt er nämlich dann Schadenspunkte. Und das ist nämlich sehr geil, wenn du dann darauf geeicht bist. So, das nehmen wir natürlich nicht das Deck. Das ist natürlich Kacke gewesen. Aber jetzt haben wir doch mal ein besseres gezogen. Na, das sieht doch mal sehr schön aus. Moment, nee. Dann gehen wir doch gleich mal hier auf diesen werten schönen Magier. Diesen Magier kann man natürlich auf der Facebook-Seite was heißt denn hier natürlich, kann man auf der Facebook-Seite in einem anderen Skin bekommen von dem Entwicklerteam. So, da hat. Nee, das wollen wir gleich mal unterbinden. Da haben die Programmierer das nämlich so veranstaltet, dass man, dass das der Weihnachtsmann ist, der auf dem Geschenkberg sitzt. Das ist halt einfach nur ein unterschiedlicher Skin, so wie wir es schon von den anderen Karten kennengelernt haben oder gesehen haben. So. Das ist ja einer meiner Liebsten. Klingmagier. Wenn Klingmagier in eurer Runde eine Kreatur zerstört, nehmt eine ausgewählte Zauberkarte eurer Wahl von eurem Friedhof auf eure Hand. Aber keine einmalige. Und das gefällt mir sehr. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr. So. Okay. Zack. Da müsste der eigentlich dann gleich tot die Frutti sein. Okay, was hat denn der hier? Lebensentzug 2. Das ist natürlich jetzt nicht so pralle. Aber okay. Das ist natürlich nicht so pralle, aber wir kriegen das schon irgendwie gebacken. So, okay. Ist natürlich jetzt nicht so schön, dass der gleich stirbt, aber muss halt sein. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich in der nächsten Runde dann den hier dann schon beschwören. Ach, können wir ja eh erst in 2 Runden beschwören. Aber dass wir den dann rechtzeitig und zeitnah auf unserem Feld haben. Denn das ist nämlich ein, den würde ich immer gerne pushen, denn. Es ist halt echt eine geile Sache. Eine geile Schnitte. Der Typ. So, genauso wie der Typ scheiße ist. Hä? Was? Was? Hä? Wieso ist der vergiftet? Hä? Bitte, what? Was? Ach so, belegt die ausgewählte. Ach so, ja, na, okay. Ausnahmsweise.
So, aber diese Kreatur, die pushe ich nämlich gerne, weil wenn wir dann später relativ viele Zauber nutzen, also Blitzzauber, Pipapo, dann können wir natürlich das sehr, sehr, sehr oft nutzen. Wie ich das hasse. Dann können wir das, das können wir das nämlich dann als eine Art Modul nutzen, um hier den Gegner so richtig schön zu zermürben. Aber durch deren scheiß Typi kotze ich jetzt schon wieder so richtig in die Tüte. Oh ja, ich kann jetzt hier einfach mal so richtig einen Stunk machen und so. Hab keine großen Eier haben und trotzdem die Leute nerven. Ja, richtig, genau so. Genau so kommt der mir jetzt gerade richtig vor. So ein elendiger Scheißschwanz. Ja, okay, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ein Popokriecher ist er. Ein elendiger Popokriecher mit seinen ganzen Scheiß-Gift-Kack-Dreck-Mist. Ist er stolz auf seinen Scheiß-Banner da, aus seinen. Ich bin ein Nekromantenbanner. Ja, jetzt mache ich da den Bogenschützen auch noch mal nass. Oder, ach nee, den da oben. Den Magier. Den Magier macht er jetzt noch mal nass. Oh ja. Oh ja, richtig schön. So. Ach ja, Freunde, das ist jetzt hier schon wieder so eine ätzende Runde, wo ich überhaupt keine Elan mehr habe, wirklich weiter zu zocken, denn der Typ, der geht mir so derbst auf die Eier, dass ich da abgrundtief irgendjemanden in ein Loch ohne Wiederkehr werfen würde. So in einer Art von Leonidas. Das war nämlich der eigentliche Grund, wieso er den da runtergekickt hatte. Der Perser, ja, der Perser, der hat da volle Möhre dem einfach immer nur wieder so eine Giftscheiße reingedrückt, wo man sich so sagt: Alter, bitte! Leck mir die Kimme! Oh ja, ich mache jetzt hier mal voll Stunk und so. Ja, das ist natürlich sehr schön. Ja, macht jetzt zwar nicht so derbs Damage, aber trotzdem, das ist hier mal richtig nervend. Richtig nervend. So. Ja, hier Fliegestalten, ey. Moment. Nur die Frage, kriege ich den da auch gecatcht? Catch me if you can, Mann. So, nee, der ist. Dann ist der nämlich erstmal frei. Speifrei seit 2003, okay. Na, okay, bitte. Passt doch. Passt doch. Dann kommen die erstmal in der nicht durch und jetzt haben wir nur noch den als Problem. Der wird wahrscheinlich auf den oder den hauen. Ich glaube, der haut auf den noch eine Giftmarkierung und der greift den an. Das wird passieren, das kann ich euch jetzt schon sagen. So, jetzt überlegt er, ah, mach ich das genauso wie er hier, zweimal und so. Ist natürlich eine gute Idee, könnte ich machen. Ja, hab ich's nicht gesagt? Habe ich es nicht gesagt? Genau so. Der ist clever, der Typ. Der weiß, wie man spielt. Ja, das ist ein richtiger Kenner. Nicht wirklich, aber nun gut. Jetzt echt jetzt gerade voll an Schicksal oder sowas. Alter, Moment, ich habe einen Plan. Ich habe echt einen kleinen Plan gerade. Dann machen wir es nämlich so. Genau. Okay, komm. Komm, greif mich an. Greif meine Kreaturen an. Greif sie an, werter Freund. Greif sie an. Weil mein Stab ist fette. Und wenn er meine Kreaturen jetzt angreift, dann mach mal bitte. Mach mal bitte. Scheiße.
Ich habe nämlich gehofft, dass er meine Kreaturen angreift und dass er sich seine Karten verspielt. Ja, genau, das dachte ich mir eigentlich, dass er es nicht macht. Okay. Na bitte. So, okay, zack. Ach Gottchen, ey. Das kann was werden. Jetzt kommt er wahrscheinlich gleich wieder mit seinen scheiß Giftmarkierungen an. Oder halt mit dem Scheiß. Abdullah Shalamachalamacham hat er gerade gespielt. Sehr schön. Okay, und jetzt überlege ich mir aber gerade, wie könnten wir rein theoretisch dem Typen da noch ins Dorf setzen. Dann würde ich mal sagen, hier. Zack, da ziehen wir uns doch gleich mal eine Karte, und zwar die hier. Von unserem Friedhof, das ist das Schöne dabei. Okay. Erschrecken. Und tun wir den nochmal hier gleich nochmal ein bisschen ärgern. So. Das war der letzte Wille von ihm. Und jetzt machen wir nochmal den. Sehr schön. Okay. Ja. Pff, keine Ahnung. Die hier oben sterben eh. Das ist ganz klar. Ach Mann, ey. Jetzt kommt eben mit seinen ganzen Scheißkreaturen immer wieder an, ey. Das ist so nervend. Und ich komme echt nicht dazu, irgendwas so groß zu reißen. Ich kann jetzt sicher zwar meine Zauber mal wieder rausholen. Aus der Altkleidertonne, ja, aus der Altkleidertonne. Aber nicht groß irgendwas machen. So, ich kann maximal den hier und den hier. Ach Scheiße. Noch nicht mal. Ich kann noch nicht mal den machen. So eine Kacke aber auch. Das ist eine richtig große Grütze. Ich hab jetzt echt nur Scheiße drauf. Aber auch durch seine gesamte Giftgrütze. Ach Gott, ey. Kann ich nicht mal wieder gegen einen normalen Gegner kämpfen? Oh Mann, ey, warum bin ich nicht abgestiegen? Ganz ernsthaft, warum bin ich nicht abgestiegen? Ich habe eigentlich gehofft, dass ich mal wieder so ein gechilltes Match mache. So, hey. So ein bisschen wirklich. So, nicht Sparring-mäßig, sondern dass du wirklich so ein bisschen mit einem, ja, gechillt rangehst. Hey, sagst, hey, was geht? Was geht? Hier, Penner, friss das. Hier, Penner, friss das. So. Ja, schade. Lief nicht so, wie es sein hätte sollen. Also dafür haben die echt zu viel Zeug. Also Dark Funeral. Das war echt ein sehr schönes Match. Aber da hat man es mal wieder gesehen. Wir sind leider prädestiniert gegen irgendwelche Nekromantengrütze mit Gift überhaupt gar nicht gewappnet zu sein. Also das ist echt sehr schade. Aber nun gut, passiert wirklich, gehört da mit dazu, aber nun gut. Was soll ich dazu noch groß sagen? Das ist ein neues Deck. Jetzt muss ich mich erstmal wirklich damit reinfitzen, ob wir da irgendwas. Nein! Ach, scheiße.